Wie ist die Aufregung gerade? Also ich bin super aufgeregt. Ne? Wir sind total gespannt, wie die Mama halt so reagieren wird. Wird sie halt sie gleich sofort erkennen? Oder ist es eher so ein könnte vielleicht nicht. Das hier ist der zweite Part von Cleos Geschichte. Cleo sucht ihre Tante, das ist die Zwillingsschwester ihrer Mama. Offiziell ist die 3 Tage nach ihrer Geburt verstorben. Die Familie glaubt es aber nicht. Sie glauben, die ist noch irgendwo da draußen. Ich denke, sie muss halt leben. Safe. Diese Geschichte, sie hat wirklich sehr viele Ebenen und wir werden heute noch sehr tief einsteigen. Ist das wirklich, der Ordner ist wirklich nur deiner Schwester gewidmet? Genau, genau. Da sieht man dann eben, dass wir halt Zwillinge sind. Und hier steht aber nur ein Kind lebend entbunden. Und warum sind die Gewichte unterstrichen und warum ist es in Rot? Das ist aber auch eine Geschichte über eine traumatische Erfahrung in der DDR, die diese Familie in der 3. Generation beschäftigt. Ich frage manchmal, wo bist du? Wo bist du? Warum bist du nicht irgendwo in der Nähe? Das nimmt voll emotional halt mit. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, dann fangt da auf jeden Fall an. Kommt dann aber direkt wieder hierher, denn Cleo ist gerade auf einer sehr heißen Spur, die uns in diesen kleinen Ort geführt hat. Cleo, das ist ja jetzt somit die einzige Spur, die wir gerade akut haben, oder die ihr besser gesagt gerade akut stimmt, habt. Das stimmt. Was erhoffst du dir von heute? Also dass ihr sie vielleicht wiedererkennt und vielleicht ihr doch irgendwelche Erinnerungen hochploppen. Optimal wäre, wenn sie sagt, wirklich? Oh, ich kenne dich. Du kommst mir so bekannt vor, du bist Diana. Ich hole euch noch mal kurz ab. Cleo sucht die Zwillingsschwester ihrer Mama. Das Wilde an der Geschichte ist, sie soll bereits 3 Tage nach ihrer Geburt gestorben sein. Das Ganze ist jetzt schon 51 Jahre her. Die Familie sucht schon länger, Cleo hat aber vor kurzem ihre eigene kleine Suche auf TikTok gestartet, die dann richtig viral gegangen ist. Die Zwillingsschwester meiner Mama wurde in der DDR verkauft. Über 2 Millionen Klicks, tausende Kommentare und DMs. Eine von diesen privaten Nachrichten war von Selina. Die hat ihrer eigenen Mama die Suche von Cleo gezeigt. Und ihr kam die Frau auf den Bildern relativ bekannt vor. Sie meint darauf, eine gewisse Jana zu erkennen, mit der sie vor vielen, vielen Jahren mal feiern war. Und sie soll im selben Jahr und in derselben Stadt wie Cleos Mom geboren sein. Wir haben Selina kontaktiert und es geschafft, ein Treffen zu vereinbaren. Ich glaube, das dann müsste es gewesen sein. Es sieht mir aber nicht mehr nach einem Club aus. Nee, nicht wirklich. Ich meine es auch schon zu Mama, als wir hergegangen sind, dass das so voll crazy ist, dass wir das wegen diesem Aufruf jetzt alles gestartet haben. Also schon echt ein cooles Gefühl so. Kommen die beiden da? Das sind die beiden, oder? Bevor ihr jetzt bei dieser Begegnung dabei sein könnt, unter der letzten Folge haben voll viele kommentiert, hey, habt ihr es denn mit Archivrecherchen versucht und sowas? Ja, haben Cleo und Antje gemacht. Was dabei rausgekommen ist und was sie da so misstrauisch daran macht, das haben sie mir gezeigt. Der Ordner ist wirklich nur deiner Schwester gewidmet? Genau, genau. Jetzt nur unsere Unterlagen, also Recherche und alles halt von Geburt bis, was uns so aufgefallen ist. Zum Beispiel Geburtsanzeige, ist ja klar, lässt man sich dann geben. So ist mehr erschienen. Da sieht man dann eben, dass wir halt Zwillinge sind. Hier steht praktisch, das ist kodiert. Am 1.2. sind wir geboren. Und da wird praktisch eingetragen, die Kodierung für Zwillinge lebend entbunden. Also, und hier steht aber nur ein Kind lebend entbunden, die Kodierung, also die 650. Hier hätte eigentlich nur Y81 drinstehen müssen, für Zwillinge lebend entbunden. Und dann kam schon das erste Baby raus und dann sagten die Schwestern, auch hier kommen noch eins oder mehrere. Durch die Narkose bin ich eingeschlafen. Nach der Narkose sagte mir die Schwester, sie haben Zwillinge und auch noch eineiige. Guck mal, das ist mein Kinderalbum. Kannst du sehen? Antje ist ein Zwillingskind. Und guck dir mal das Gewicht von Jana an. 1240. Genau, und jetzt haben wir hier nämlich das Geburtenbuch. Mein Gewicht stimmt. 1460 Gramm, so wie meine Mama das aufgeschrieben hat. Hat es hier vorne, 1460. Und das Gewicht von Jana, guck mal hier drin, Gewicht von Jana. 1350. Warum schreibt man, hat meine Mama ein ganz anderes Gewicht vom Arzt gesagt bekommen? Und warum sind die Gewichte unterstrichen und warum ist es in Rot gekennzeichnet? Hier ist nämlich der Tod von Jana drin. Und hier steht Gemini, also Zwillinge, okay. Hier steht eine kleine 3. Da habe ich mich immer gewundert, was soll die 3? Und warum das halt in Rot ist und warum das so gemacht wurde. Und hier habe ich dann zum Beispiel auch die schriftliche Anzeige vom Tod eines Säuglings. Da bin ich immer noch dran und versuche eben diese Sektionskarte zu bekommen und auch einen Totenschein, weil es gibt einfach keinen Totenschein. Und dann kam der Arzt ans Bett und hat gesagt, ich muss Ihnen eine ganz schlechte Mitteilung machen heute. Sie haben jetzt nur noch ein Kind. Ein Kind ist verstorben.
Meine Eltern mussten ja das Kind beerdigen und sie waren nicht bei der Beerdigung dabei. Siehst du, Reinfeld, Reihe, Nummer, zack. Und damit wurde ich immer abgespeist, wenn so irgendwie Verwechslungen waren und ich mir sicher sein wollte, dass die jetzt da liegt oder nicht liegt. Weißt du zufällig, wie das Grab heute aussieht? Ich hätte es gerne exhuminieren lassen wollen, um zu schauen, sind dort die Knochen und stimmen die mit meiner DNA überein. Aber das Grab war einmal überbelegt. Da hatte man ein anderes Kind raufgelegt und deshalb war das nicht möglich, jedenfalls nicht so einfach. Eine ziemlich extreme Maßnahme, würde ich sagen. Ich wollte es damals gerne machen, aber da war das schwer, da war es nicht so einfach. Ist das ethisch vertretbar? Also ich finde es halt irgendwie schwierig, weil was wäre gewesen, oder wenn man es gemacht hätte, und was wäre gewesen, wenn es halt nicht die Tante gewesen wäre, sondern irgendein fremdes Kind. Deswegen glaube ich, wäre das schon schwierig. Ich habe die ganzen Papiere auch gesehen. Was sagen Sie denn, was sagen Ihnen diese Ungereimtheiten, was sagen Ihnen diese Gewichtsunterschiede, diese Verwechslungen? Es ist schon, sage ich mal, nicht so einfach gewesen für mich, weil das alles ja nicht in Ordnung ist, sage ich mal. Weil immer die Unterschriften gleich fast sind oder so. Und dann frage ich mich, es existieren, wir haben ja nur wirklich recherchiert, auch mit dem Krankenhaus, mit dem Archiv. Da war dann meine Akte und die Akte meiner Tochter, die eigentlich weg ist, die sind nicht mehr da. Es existiert kein Totenschein, es existiert kein Sektionsbericht, existiert gar nichts. Warum sind die Unterlagen verschwunden? Cleos Oma hat sogar die Stasi-Unterlagen angefordert und einfach mal gar nichts bekommen. Wir haben auch nochmal das Krankenhaus angefragt und die haben uns leider auch nicht geantwortet. Ich finde ehrlich gesagt, man kann ganz gut verstehen, warum diese ganzen Fehler in den Unterlagen, das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, in Cleos Familie verstärken. By the way, ich finde es top, dass so viele von euch mitgedacht haben und den Vorschlag mit den DNA-Datenbanken unter das letzte Video kommentiert haben. Antje hat das aber schon versucht und da war leider kein Treffer dabei. Wir haben natürlich auch recherchiert und es gibt tatsächlich mehr Menschen, als man denken würde, die der festen Überzeugung sind, ihnen wurde bei der Geburt ein Baby entrissen und es wurde einfach nur der Tod vorgetäuscht. Wir haben mit Menschen gesprochen, die viel Zeit investieren und teilweise schon Jahre dazu forschen und immer wieder auf Fehler in Geburts- und Sterbeurkunden stoßen und versuchen dann diesen Hinweisen nachzugehen. Die Seite sagt, da sind einfach so viele Fehler, so viele offene Fragen, auf die niemand eine Antwort geben kann, da muss einfach was dran sein. Wir haben auch mit einem Medizinhistoriker gesprochen, der 30 solcher Fälle untersucht hat und er sagt, er hat keine Beweise dafür gefunden, dass Säuglingstode systematisch vorgetäuscht wurden. Für ihn als Historiker bedeuten keine Beweise, dass sehr wahrscheinlich nichts an den Geschichten dran ist. Ich habe mit Cleo und Antje über die Ergebnisse seiner Studie gesprochen. Wir haben ihn eure Unterlagen auch geschickt, dass er das so ein bisschen vergleichen kann. Er sagt, er hat keine Indizien dafür gefunden, dass es systematisch passiert ist, dass systematisch Kinder weggegeben wurden. Das bringt mich jetzt nicht außer Fassung. Wenn er sagt nein und das Ding ist, es gibt ja auch andere Fälle, also. Und genau das ist das Ding. Es gibt tatsächlich einen Fall, bei dem bewiesen werden konnte, dass der Tod eines Kindes vorgetäuscht wurde. Dieser Fall lässt Cleo und Antjes Story viel weniger nach Netflix-Serie klingen und mehr nach der Realität. Der Mutter Regina wurde hier gesagt, dass ihr Sohn wegen einer Krankheit verstorben sei. Der Junge hatte ein Grab, an dem Regina jahrelang trauerte, bis ihr Sohn Eike dann irgendwann mal einen alten Impfpass fand, in dem ein Pflaster eingeklebt war. Und was war da überklebt? Richtig, sein echter Name. Der Name, den ihm seine leibliche Mutter gegeben hat. Das ist doch insane, wirklich. Er findet sie dann und ein DNA-Test bestätigt wirklich, dass sein Tod nur vorgetäuscht war. Das finde ich so faszinierend, weil wie simpel. Ja. Also wie simpel. Also, dass die auf sowas nicht geachtet haben, weil ich meine, auf so einen Impf... Also irgendeinen Sticker zu kleben. Irgendeinen Sticker zu kleben. Und ich glaube, das sind halt auch so eine Sachen wie zum Beispiel bei unseren Unterlagen, dass man sich denkt, okay, hey, irgendwie könnte es vielleicht doch sein. Ich möchte wirklich einfach nochmal von euch ganz klar wissen, ihr habt so viel Hoffnung. Bei beiden merke ich das von euch. So viel Hoffnung steckt da drin. Ihr habt wirklich keine Angst, da so rein zu spiralen und dort nicht mehr rauszukommen. Was passiert, wenn diese Suche kein Ende hat? Könnte durchaus sein. Guck mal, ich bin jetzt 50, so viele Jahre habe ich schon verloren. Ne? Also ein halbes Leben habe ich auf alle Fälle schon verloren. Ein halbes Leben suche ich sie schon, auf alle Fälle. Ne? Also die Suche, könnte sein, dass ich ewig suche. Aber kann auch sein, dass es irgendwann ein positives Ergebnis bringt. Cleo, was sagst du dazu? Machst du dir da keine Sorgen um deine Mama? Ja, schon, dass sie halt niemals so ihren Frieden findet. Macht man sich natürlich Sorgen.
ja, ich hoffe einfach, dass wir, keine Ahnung, da vielleicht doch irgendwie, sei es durch den TikTok-Aufruf, sei es jetzt durch euch, irgendwie vielleicht doch in eine gewisse Richtung gehen können, dass sie vielleicht damit abschließen kann. Kommen die beiden da? Das sind die beiden, oder? Hallo. Das ist so crazy, oder? Ja, ist wirklich verrückt. Hi. Hi. Oh mein Gott. Hallo, ich bin Jana. Hi. Antje. Oh, ich überkreuze. Hi, wie geht's dir? Hallo. Grüß dich, Jana. Freut mich hallo, total. Hallo. Was sagst du? Erster Eindruck. Hast du diese Person schon mal gesehen? Also wie gesagt, ich habe ja von meiner Tochter diesen TikTok-Link bekommen und so, das war so eine Eingebung. Kennst du, hast du schon mal gesehen? Und dann hieß es, Jana, 72 geboren, Cottbus. Ich sage, ja. Ich sage, hatte ich schon mal jemanden? Ich sah, und die sah auch so aus. Das war hier bei Grönerz, ja. Und das hat mich dann auch die ganze Zeit lang dann ein bisschen beschäftigt. Und dank Selina hat sie das natürlich dann ein bisschen ins Rollen gebracht. Du bist dir sicher, dass du diese Frau noch nie gesehen hast? Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Ich bin mir fast sicher, ich weiß jetzt nicht, ob sie es ist, ob das noch zu DDR-Zeiten war, so 89, 90. Aber du meinst, sie könnte schon so ausgesehen haben. Und ja, ich also sie war Fotos blond, lange Haare. Das war jetzt, was mir so in Erinnerung blieb. Bei dem Abend haben wir dann viel eigentlich noch geredet. Wir waren ja sehr aufgeschlossen. Und das hatte sich so ergeben. Das war früher Grönerz Diskothek, später mal Blue Sky. Okay. Das hier? Ja, genau. Und da bist du dir sicher auch? Da bin ich mir sicher. Ja. Ich muss mal kurz reingucken. Genau. Also, hier vorne war der Einlass. Das war wirklich sporadisch. Der Disc-Jockey war oben auf der Bühne, hatte seine Lichttechnik mit. Ja, und dann wurde die Mucke aufgedreht. Wir konnten ja auch noch tanzen. Wir waren ja noch, konnten ja auch noch Getränke leisten. Mhm. Und wir sind dort rein, wollten uns natürlich was zu trinken holen. Und neben mir stand dann das Mädel. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, weil wir standen ja wirklich dicht an dicht. Und mir fielen noch ihre blonden Haare so auf. Ja, weil die waren ja auch so schick gemacht. Und da fragte sie mich, wie heißt denn du? Ich sage, Jana. Ich auch. Und das ist ja cool, so nach dem Motto. Und dann stellten wir fest, wir sind im gleichen Jahr geboren und zugleich in Cottbus. Jana, 72, Cottbus. Das waren bei mir so Bing. Ich kann mir vorstellen, dass es über 20 Jahre später ziemlich schwierig ist, eine Person wiederzuerkennen. Deswegen hat Antje dir Fotos mitgebracht. Okay. Also ich versuche mein Glück. Das Gesicht, was meinst du? Also ich würde sagen ja, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich merke von dir ganz viel, also du vertraust der Regierung nicht, die damals da war in der DDR. Du glaubst, dass es halt sozusagen viel vertuscht wurde, dass Leute da irgendwie rumgetrickst haben. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist ja schon durch die Medien, was dann später so nach der Wende alles aufgedeckt wurde, wo Kinder zwangsadoptiert wurden. Da gibt es so viele Fälle. Also so untypisch war das gar nicht. Ich möchte nur keine falschen Hoffnungen wecken. Ihr Lieben, habt ihr einen Zwilling und versteht deswegen vielleicht besser, wie es Antje gerade geht? Oder habt ihr vielleicht irgendwo draußen schon mal einen Doppelgänger von euch getroffen? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Das heißt, du hast leider keinen handfesten Anhaltspunkt, wo die beiden jetzt weitersuchen können? Leider nicht. Sehr schade, ne? Aber heißt halt weiter, also weitersuchen, weitermachen. Mhm. Ja, nicht aufgeben. Cleo, bist du jetzt enttäuscht? Nee, gar nicht. Ist schon mal irgendwie so ein cooles Gefühl auch, zu wissen, okay, hey, sie wurde vielleicht ja doch nochmal gesichtet. Wie stellen Sie sich einen Abschluss dieser ganzen Geschichte vor? Ich kann nur hoffen. Hoffnung, dass es alles gut wird. Ich bin der Meinung, sie ist nicht verstorben. Wäre schon schön, sage ich mal, wenn irgendein Lebenszeichen kommen würde, egal wie, was vorher war, alles, dass man weiß und Gewissheit hat und in Ruhe dann mal gehen kann. Ja, ich glaube, weil wir halt alle so eng miteinander sind, glaube ich, zieht es halt noch mehr mit, wenn einer halt mal traurig ist, sich die Gedanken macht, all das. Was bedeutet dir Familie, Cleo? Alles. Ja. Und Ihnen? Stimmt auch. Alles. Familie. Ganz wichtig. Es zählt nur die Familie. Alles andere zählt gar nicht. Würdest du sagen, ihr seid in eurer Suche in den letzten 2 Tagen ein wenig weitergekommen? Irgendwie schon, weil wir jetzt zum Beispiel das Ganze mit euch jetzt ankurbeln konnten.
mit der Mama von Selina, dass sie jetzt ihren Freunden auch Fotos zuschicken wird. Und irgendwie seid und ihr irgendwie auch. Sind wir natürlich immer noch am gleichen Punkt. Wir haben sie ja natürlich jetzt nicht gefunden in den 2 Tagen. Mhm. Ab wann ist die Suche für dich vorbei? Boah, die Suche ist für mich vorbei, glaube ich, wenn die beiden einfach damit abschließen könnten. Mhm. Ich glaube, dann ist für mich erst die Suche vorbei. Wir haben im Film ja mit deiner Oma gesprochen und wir haben natürlich sehr, sehr viel recherchiert im Vorfeld. Und da sind wir über dieses Phänomen gestoßen, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden können. Glaubst du, dass das bei dir auch so ist? Könnte möglich sein. Ich glaube, jeder hätte nach solch einem Erlebnis, glaube ich, ein Trauma mitgenommen oder jedenfalls irgendwie was mitgenommen. Allein, weil wir halt einfach alle so ein krass enges Verhältnis haben und wir uns sehr gut immer alle ja auch das ganze Mitgefühl, also mitfühlen können und mitverstehen. Ja, glaube ich, könnte das wirklich möglich sein, dass ich das sogar mitempfinde. Dass du es verinnerlicht ja, hast. Ja, komplett, komplett. Ich habe mir ja natürlich im Vorfeld schon ganz viele Gedanken zu eurer Story gemacht, aber jetzt habe ich ja das ganze Bild von euch bekommen, eure ganze Geschichte. Und wenn ich sehr, sehr ehrlich zu dir bin, dann kann ich nicht mit so einer Sicherheit, wie ihr es tut, sagen, dass deine Tante noch irgendwo da draußen rumläuft. Mhm. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist, dieses ganz starke Misstrauen gegenüber diesem Regime, gegenüber der DDR dahinter steckt. Mhm. Und das kann ich auf jeden Fall zu 100% nachvollziehen. Aber was mir fast schon mit am stärksten hängen geblieben ist, ist, was du über Familie gesagt hast, was deine Oma über Familie gesagt hat. Dass das einfach alles ist. Und ich glaube tatsächlich, ich würde dasselbe tun. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Alles gut bei euch? Yes, yes, yes. Wir haben exciting news. Mama hat eine Freundin, die einen Bekannten hat, der Beweise hätte, dass die Schwester leben soll. Jedenfalls hat der Bekannte von der Freundin erzählt, dass an dem Tag der Geburt von Mama und Jana ein Junge mitgeboren sein soll. Das wussten wir ja laut Statistik. Und die Freundin von Mama wusste das halt natürlich nicht, dass wir diese Statistik kannten. Und auf einmal hat halt der Kumpel ihr gesagt, ja, da ist ein Junge an dem Tag mitgeboren. Und der Junge sowie die Schwester wurden von der gleichen Familie adoptiert. Also wir waren wirklich geflasht. Er meinte nur, wir sollen im Landesarchiv Potsdam mal anfragen, dass wir dann vielleicht ja einen Namen oder so herausfinden. Okay, und das habt ihr gemacht? Ja. Habt ihr selber mal mit ihm gesprochen oder nur über diese Freundin? Nein, nur über die Freundin? Yes, weil er halt anonym bleiben wollte. Ich find's ja auch echt krass. Irgendwelche Tipps von irgendwelchen V-Männern und so. Ihr macht mich fertig. Wer hat die E-Mail und was passiert jetzt? Wer öffnet? Okay. Ich hab die E-Mail. Darf ich sie öffnen, ja? Ich bin gespannt. Ja, same. Warte, ich muss Brille aufsetzen. Oh. Natürlich. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir zu Ihrer Anfrage keine Angaben machen können. Gemäß dem bürgerlichen Gesetzbuch, bla bla bla, Offenbarungs- und Ausforschungsverbot, dürfen wir keine Recherche durchführen. Aber die sagen ja nicht letztendlich, dass da nichts existiert. Eben, eben. Die dürfen keine Angaben machen. Das bin ich jetzt total genervt, ne? Scheiß Datenschutz, also wirklich. Ja, aber wiederum finde ich das schon crazy, weil letztendlich ist es ja gar keine Absage von wegen, nee, da haben wir nichts. Das ist schon wieder unglaublich. Es ist schon wieder so kurz so knapp, vor etwas Neuem. Ja, also tatsächlich, wir haben ja sonst noch eine Spur quasi. Also es geht wirklich weiter sozusagen. Der nächste Schritt ist also für euch, diesen Jungen zu finden, der mittlerweile ein Mann ist, oder? Auf genau. Jeden Fall, genau. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir wollen sie finden. Das habe ich tatsächlich mittlerweile schon verstanden. Okay, liebe Frage-Community, habt ihr vielleicht noch Hinweise für mich oder wollt ihr mir bei dieser Suche helfen? Dann schreibt mir gerne einen Kommentar oder teilt dieses Video. Was meint ihr? Hättet ihr die Suche an Cleos Stelle schon längst abgebrochen? Dann schreibt mir auch das mal in die Kommentare. Wenn sich durch unsere Recherchen noch etwas ergeben sollte, dann werdet ihr auf jeden Fall davon erfahren. Aber während ihr wartet, könnt ihr auf jeden Fall mal hier in diesen Film reinschauen. Da geht's um Manuelas Geschichte. Sie wurde von ihrem eigenen Vater an die Stasi verraten. Und da drunter? Da? Der ist unten. Hier. Okay. Perfekt. Siehst du nicht? Ah, da ist er, ja. Da gibt's ein Video von Mr. Wissen to go, da erfahrt ihr mehr über die Stasi und über deren Methoden.